Guten Morgen. So, eine neue Woche und die letzte kurze Woche für dieses Schuljahr, glaube ich, ja. So, dann sind wir mit den Feiertagen nämlich durch. Also ich habe am Donnerstag frei, weil Frau Leichnam ist es bei hier und seit Feiertag und am Freitag noch ein Brückentag. Also kurze Woche, das heißt, es ist wieder ein kurzes Video. Aber ja, ich hoffe, ihr begleitet mich trotzdem so ein bisschen durch meine Woche. Ja, wie starte ich heute? Relativ müde. Ich bin irgendwie seit 2:30 wach. Ich habe heute, weiß ich nicht warum, aber aus irgendeinem Grund schlecht geschlafen. Ja, das Wochenende habe ich genutzt, um die ZPs zweit zu korrigieren von meiner Kollegin. Habe zwischendurch nochmal mit ihr telefoniert, weil wir uns da bei manchen Sachen nicht ganz einig waren. Es sind jetzt, glaube ich, 3, wo wir uns heute nochmal zusammensetzen müssen und drüber unterhalten müssen, weil da ja von den Punkten her ich eine andere Note raus habe und es ist halt so, dass dann die beiden Korrektoren sich einfach einigen müssen auf eine Note. Und ja, das werden wir heute auf jeden Fall machen und dann habe ich das abgearbeitet. Ich habe jetzt am Samstag ein paar Stunden dran gesessen und gestern auch noch. Ich habe mir das ein bisschen aufgeteilt, weil irgendwann finde ich gerade bei dem Schreibteller kommt man irgendwann so an die Grenzen, die Konzentration lässt irgendwann nach und ja, brauchte ich auf jeden Fall zwischendurch eine Pause, aber ich habe es alles geschafft. Ansonsten musste ich gar nicht so viel für die Schule fertig machen. Heute die Achter werden weiter an der Lektüre arbeiten. Morgen schreiben wir die Klassenarbeit, die kann ich euch gleich auch einmal zeigen. Und dann habe ich sehr viele Freistunden und da muss ich mal gucken, was ich mache. Ich weiß noch gar nicht so genau. Ich habe, glaube ich, alle Klassenarbeiten soweit fertig kopiert, Übungsmaterial. Ich muss mal gucken, was ich mache. Vielleicht räume ich auch einfach ein bisschen auf und mache ein bisschen Ordnung in meinem Chaos. Ja, und dann habe ich in der 7. Stunde noch die 5-4. Und eigentlich ist montags immer Lesemappenzeit. Aber da ja die Arbeit für nächste Woche ansteht und am Donnerstag die Englischstunde wegfällt, werde ich heute ein bisschen mit denen üben. Das gleiche Übungsmaterial, was ich letzte Woche schon in der 5-4 angefangen habe. Und ja, das lief da eigentlich soweit ganz gut und ich gehe davon aus, dass das heute in der 5-4 auch ganz gut läuft. Die Zeit ist halt echt immer in der Klasse ein bisschen blöd, weil direkt nach der Mittagspause, da sind die so aufgekratzt und aufgedreht, bis die dann erstmal alle runtergekommen sind, dauert das dann immer so ein bisschen. Aber naja, schauen wir mal. Und ja, ansonsten eigentlich nichts. Also ich muss momentan nicht so viel zu Hause für die Schule vorbereiten, was ganz nett ist aufgrund der Lektüre und jetzt Übungsphase für die Arbeit. Aber ich werde gleich, wenn die Achter wenn die Achter in der Lektüre arbeiten, werde ich mal gucken, was ich mit den Fünfern bis zu den Sommerferien dann mache. Ich habe ein bisschen noch im Buch was wir noch nicht geschafft haben. Und ansonsten muss ich mal schauen, ob ich die mit irgendwas Nettem dann bespaße. Und ja, das ist so mein Plan für heute. Ich starte ganz entspannt, todmüde, aber dafür ganz entspannt in den Montag. Und ja, jetzt schaue ich euch genau. Also man merkt schon, ne, mir fehlt so ein bisschen Schlaf. Jetzt zeige ich euch mal meine Arbeit für die Achter. Also das ist das Buch, was wir lesen, beziehungsweise was die Schüler lesen. Ich habe schon gelesen, das ist nicht sehr dick. Geht eigentlich, finde ich, so für eine 8. Klasse E-Kurs. Es ist nicht sehr schwer. Jeder kennt den Film, zumindest in meiner Generation. Von daher, so handlungsmäßig weiß man auch, was da auf einen zukommt. Ist quasi so ein bisschen so eine, ja, Thriller, Krimi, ich weiß gar nicht, irgendwie so ein bisschen was Creepiges. Zumindest haben sie das im Film später so gemacht. Auf jeden Fall inhaltlich haben mir die Schüler gesagt, kommen sie damit super klar. Da gibt es jetzt keine größeren Fragen. Und ja, die Arbeit. Ja, es tut mir leid, dass ich das am Rechner abfilmen muss. Ich habe leider keine Kopie zu Hause. Die habe ich alle in der Schule. Und mein Drucker, der hat den Geist aufgegeben. Da muss ein neuer her. Dementsprechend muss das jetzt mal so sein. Also, der erste Teil ist sehr stark auf den Inhalt gemünzt. Die sollen hier zu den Charakteren was ja schreiben. Nicht direkt, die sollen halt den Beschreibungen die passenden Charaktere zuordnen. Dann hier ein paar inhaltliche Fragen. Was haben wir hier auf der nächsten Seite? Ja, hier geht es auch nochmal um Charakteranalyse so ein bisschen. Und ja, das ist halt alles hier so Inhalt. Und jetzt kommen wir zum größeren Teil, nämlich der Schreibteil. Das wäre das hier. Und zwar habe ich 2 Schreibanlässe vorgegeben und sie sollen sich einen aussuchen. Also entweder sollen sie einen Brief aus ihrer Sicht an eine der Hauptcharaktere schreiben oder sie sollen ein Plädoyer eines Rechtsanwalts verfassen. Ich habe hier immer noch unten so ein paar Vokabelhilfen gegeben, einfach damit mir nicht ständig gefragt wird, oh, was heißt denn dies, was heißt denn das? Und ja, ich bin gespannt.
wie das wird. Ich kann euch einmal auch kurz den Bewertungsbogen zeigen, den ich noch gebastelt hatte letzte Woche. So, also ich habe hier einmal diese Inhaltsaufgaben alle abgearbeitet. Schwieriger wurde es so ein bisschen hier bei der Punkteverteilung. Einfach, oh, ich sehe schon, hier ist das falsch, weil das muss auch Task 3 sein. Es muss ja von der Punktzahl her gleich sein für beide Schreibteile. Einfach, weil sie können sich ja einen aussuchen, aber es muss ja dann trotzdem von der Bepunktung her gleich sein für beide. Und das fand ich ein bisschen tricky, weil ich finde, hier bei diesem Plädoyer, da kann man viel, viel mehr inhaltlich rausholen als bei diesem Brief. Aber gut, ich habe es hinbekommen. Ich habe es meiner Kollegin auch schon geschickt, die das Buch auch liest. Von ihr kam jetzt kein Korrekturvorschlag. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das für sie auch so okay ist. Und ja, das werde ich mir zu Hause dann auch noch einmal, zu Hause, genau. Ach Gott, Schlafmangel. In der Schule auch noch einmal ausdrucken und kopieren. Und dann bin ich eigentlich für die Arbeit morgen gut vorbereitet. Ich hoffe, die Schüler sind es dann auch. Und ja, ich wünsche euch erstmal einen entspannten Start in die Woche. So, meine Lieben, es ist jetzt 6:30. Meine Tochter ist jetzt im Bett. Auf mich wartet hier noch Haushaltskram. Ich habe noch Wäsche, ich muss noch kochen, ich muss hier noch ein bisschen aufräumen. Aber ich wollte euch einmal schnell zeigen, was ich heute in der Schule gemacht habe. Ich hatte eine Stunde Vertretung in der 10. Klasse. Und da habe ich mir gedacht, ich fange mal an, mir was zu überlegen, was ich mit den Fünfern bis zu den Zeugnissen mache, wenn wir mit dem Unterrichtsstoff durch sind. Ja, und ich habe gedacht, ich mache den hier so ein Summer Activity Book. Und dafür habe ich bei Teachers Pay Teachers so ein bisschen geschaut. Ich kann nur empfehlen, sich da anzumelden, gerade wenn man Englisch unterrichtet. Aber auch für andere Fächer, da kann man sich zumindest super Ideen holen und dann selber irgendwelche Sachen erstellen. Also das hier dachte ich mir als Deckblatt, das können Sie nett ausmalen. Und dann habe ich hier ganz verschiedene Aufgaben zum Thema Sommer. Hier zum Beispiel haben sie vorgegeben, bestimmte Dinge in diesem, Rätsel ist das nicht, aber in diesem Gewust von Bildern, sollen sie die ausmalen. Dann hier ein bisschen Grammatik, da sollen sie anmalen in bestimmten Farben die Verben, die Adjektive und die Nomen. Mit Adjektiven müssen wir mal gucken, ob das klappt. Dann, das lieben die ja immer, so ein Word Search. Hier unten sind vorgegebene Worte und diese Worte können Sie auch gleich für die nächste Aufgabe so ein bisschen nutzen. Hier sollen Sie nämlich fehlende Buchstaben ersetzen und natürlich dürfen wir das auch alles nebenbei noch so ein bisschen anmalen. Und ja, ich bin ja immer ein Fan von diesen Alphabets zu bestimmten Themen und hier ist halt eins zum Thema Sommer und ja, es hört halt bei W auf, weil X, Y, Z ist ja immer ein bisschen schwierig. So, dann, das fand ich auch ganz cool, da sollten sie über ihren Sommer quasi schreiben, was sie im Sommer gerne essen, was sie gerne draußen machen, was sie trinken, was sie am liebsten am Sommer mögen. Das fand ich dann auch ganz niedlich. Ja, hier Bucketlist, was sie vorhaben im Sommer zu machen. Hier sollen sie sich Stichpunkte machen und hier dann einmal in ganzen Sätzen formulieren. Hier habe ich noch so ein Word Search. Das war auf den ersten Blick für mich eher so, okay, Weihnachten, aber gut, Camping, das passt dann doch ganz gut zum Sommer. Das fand ich auch ganz witzig. Da sollen sie aufschreiben, wie für sie der Sommer schmeckt, riecht, klingt, aussieht und sich anfühlt. Da bin ich mal gespannt, ob denen der Wortschatz dafür ausreicht. Und dann habe ich hier noch, ich glaube, 3 so kleine Lesepassagen. Na, komm schon. So, was haben wir hier? The Beach, dann The Pool und Summer Camp. So, das wollte ich jetzt für meine 5. fertig machen. Ich wollte noch ein bisschen gucken, ob ich vielleicht noch mehr finde, weil es sind ja schon ein paar Stunden, die man füllen muss. Und ja, ich sehe gerade, es fängt an zu regnen. Und ja, dann werde ich meine Wäsche jetzt wohl drin aufhängen müssen. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr hattet einen guten Start in diese Woche. Einen entspannten Montag und ich sehe euch morgen früh. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, heute habe ich einen langen Tag vor mir. Dienstag und wir haben Lehrerkonferenz. Das ist das einzige neben Förderplankonferenz, was wir in Präsenz haben. Ja, mal gucken, wie lange das dauert. Ich muss mir die Tagesordnung nochmal genau angucken. Nachher in der Schule wollte ich dann das Protokoll schon mal vorbereiten. Muss ich auf jeden Fall dran denken, meinen Laptop mitzunehmen. Aber ich meine, steht einiges auf der Tagesordnung. Von daher gehe ich davon aus, dass das ein bisschen länger dauert. Ja, heute sind die 8er dran mit ihrer Arbeit. Ich war gestern ein bisschen enttäuscht, entsetzt, weiß ich nicht.
von der Arbeitszeitung von dem einen oder anderen, habe ich ja schon mal drüber gesprochen. Ich meine, wir schreiben heute die Arbeit und einige haben da wirklich gestern 2 Stunden gesessen und davon vielleicht mal 10, 15 Minuten ins Buch geguckt. Gut, ne, wir reden hier von der 8. Klasse. Wie dolle soll ich die denn noch pampern, möchte ich mal sagen. Also so viel Verantwortungsbewusstsein kann man dann doch schon erwarten. Und ja, ich lasse mich heute auf jeden Fall überraschen. Ich habe denen gesagt, die sollen pünktlich kommen, denn ich könnte mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall für den Schreibteil ordentlich Zeit brauchen. Der inhaltliche Teil, der ist gar nicht so, ja, schwer. Gut, ich sehe das immer aus einer bisschen anderen Perspektive als so ein Schüler natürlich, aber den kann man, glaube ich, schneller abarbeiten. Ja, also ich muss auf jeden Fall mein iPad gleich mitnehmen. Ein Schüler hat einen Nachteilsausgleich, der darf am iPad tippen. Ich muss noch mit ihm absprechen, ob er die komplette Arbeit abtippt oder ob er nur den Schreibteil macht. Auf jeden Fall, da muss ich dran denken. Ich habe es schon aufgeladen gestern, weil ich die Dinger ja eigentlich nie benutze. Die Dinger, ja, ihr merkt, ich bin noch nicht ganz wach. Das Ding natürlich so, ich hasse das iPad. Ist nicht meins. Aber gut, ich habe es aufgeladen. Jetzt muss ich es nur noch einpacken, das nicht vergessen. Also ich gehe heute gut voll beladen zur Schule. Laptop, iPad, technisch dann hoffe ich komplett ausgestattet für den Tag. Nach der Arbeit habe ich 2 Freistunden. Da wollte ich anfangen, einen Bewertungsbogen für die Geschichtsmappen, für die 7 und für die 8 fertig zu machen. Und ja, während die Schüler die Arbeit schreiben, wollte ich mal bei ein paar Schülern nach den Fehlzeiten gucken, weil einige Schüler habe ich gefühlt den ganzen März nicht gesehen. Und da wollte ich einmal im elektronischen Klassenbuch nachgucken, ob das entschuldigte Fehlzeiten sind oder nicht. Denn wenn sie nicht entschuldigt sind, dann muss ich das leider Gottes mit einer 6 bewerten. Und ja, da jetzt bald die Noten anstehen, dachte ich mir, ich nutze die Zeit mal sinnvoll, um mir das mal anzugucken. Lang lebe das elektronische Klassenbuch. Ich erinnere mich noch, als wir noch Papierklassenbücher hatten, was ich mich da kaputt geblättert habe, um für die einzelnen Schüler die Fehlzeiten aufzulisten fürs Zeugnis. Also das ist jetzt schon ein wahnsinnstechnischer Fortschritt. So, nach meinen 2 Freistunden, in denen ich noch genau gucken muss, wie ich mich beschäftige mit irgendeinem Kleinkram, habe ich noch 2 Stunden in der 5.5. Das war gestern okay vom Arbeiten her. Es ist halt einfach diese 7. Stunde nach der Mittagspause. Die sind so aufgedreht, bis sie zur Ruhe kommen. Das ist wirklich, wirklich todanstrengend. Aber sie haben noch 2 Aufgaben von den Übungsmaterialien, haben wir zusammen geschafft. Das war in Ordnung. Ich muss doch nebenbei so ein bisschen Klassenleitungsarbeit leisten. Gab so ein paar Streitereien, Konflikte. Und ja, ich habe es, glaube ich, ganz gut geklärt erstmal. Und habe dann gestern noch ein paar Eltern-E-Mails geschrieben, aber soweit ist das alles jetzt erstmal für mich geklärt. Ich hoffe, da kommt heute nicht noch was dazu. Und ja, mal gucken, wie viel wir heute in der Doppelstunde schaffen. Ich weiß auch noch nicht genau, ob ich das mit denen zusammen angeleitet, die Aufgaben mache, oder ob ich die das offen bearbeiten lasse. Das ist in der Klasse ein bisschen schwierig. Ich werde mal schauen, wie ich das mache. Wir sind ja zu zweit, zumindest für 1 Stunde. Ich habe schon überlegt, ob ich das vielleicht aufteile, dass ich einen Teil der Schüler behalte, die irgendwie Schwierigkeiten haben bei bestimmten Aufgabentypen, dass wir das nochmal gemeinsam erarbeiten und meine Kollegin dann irgendwie auf dem Flur, da haben wir genug Sitz- und Arbeitsmöglichkeiten, vielleicht mit den Schülern, die schon selbstständiger arbeiten können, da dann die Aufgaben erledigen. Also das muss ich mit meiner Kollegin noch absprechen, da weiß ich noch nicht. Ja, und wie gesagt, danach noch Lehrerkonferenz. Ich hoffe, wir gehen nicht über 15 Uhr hinaus. Mein Mann hat heute Nachmittag Gott sei Dank erstmal nichts auf dem Plan. Zumindest hat er erst so einen Termin, dass er unsere Tochter vorher noch abholen kann aus der Kita, dass sie halt nicht so spät nach Hause kommt. Ich mag das immer nicht, sie so spät abzuholen, weil sie halt schon echt früh immer hingeht. Ich meine, es ist jetzt 16:45 und sie ist schon seit 15 Minuten wach. Mein Mann, der beschäftigt sie jetzt und muss ich ihn aus dem Schlaf reißen. Aber ich muss mich hier oben jetzt noch fertig machen und natürlich mit euch in den Tag starten. So, das ist mein Plan für heute. Und ja, drückt mir die Daumen, dass die Lehrerkonferenz nicht zu lange läuft. So, ich bin zu Hause. Es ist jetzt 16:30. Meine Tochter sitzt hier an ihrem Tisch und isst ihr Abendbrot und ich werde das Protokoll von der Lehrerkonferenz zumindest anfangen. Ja, ich dödel, dachte, ich hätte meinen Laptop vergessen. Ja, und als ich dann nach Hause gefahren bin, habe ich halt festgestellt, ich hatte ihn doch im Auto. Also habe ich jetzt alles handschriftlich erstmal gemacht, das muss jetzt alles abgetippt werden, aber da hier gleich noch. Mäuschen, isst du bitte mit der Gabel? Ja, danke schön. Entschuldigung. Da ich hier gleich noch Badetag habe und ins Bett bringen muss, weiß ich nicht, ob ich alles schaffe. Aber ich gebe mein Bestes, ansonsten muss ich später noch ran. Was ich jetzt heute während der Englischarbeit von den Achtern
mal angefangen habe, ist eine To-Do-Liste, was noch bis zu den Ferien zu machen ist. Ich habe das unterteilt in Unterricht, Termine und was in meinem Klassenraum ansteht. Also natürlich muss ich die Arbeiten korrigieren. Dann habe ich für 2 Schüler eine Ersatzarbeit. Da habe ich mir mal die Deadline aufgeschrieben. Den Wochenplan der 7er, den Wochenplan der 8er muss ich noch korrigieren. Und hier hake ich mir dann ab, für wen ich schon die Zeugnisnoten fertig gemacht habe. Ja, und Termine, die wir jetzt halt haben. Ich habe nur die aufgeschrieben, die für mich relevant sind. Ganz einfach, weil zum Beispiel korrekt, wenn irgendwas mit den Zehnern gemacht werden muss. Das betrifft mich ja nicht. So, was haben wir denn hier alles? So, wir haben noch eine Lehrerkonferenz. Dann haben wir den letzten Tag der 10er, die Abschlussfeier, die Deadlines von den Noten, wann die Zeugniskonferenzen sind, Wandertag, Bücherrückgabe, Projekttage und Zeugnisse. Und da wir ja umziehen müssen, würde ich den noch vorher planen wollen und organisieren. Wir kriegen wohl einen festen Termin, wo alle 7er parallel umziehen. Und ich muss einmal gucken in meinem Materialfundus, was noch da ist und was ich fürs neue Schuljahr besorgen muss. Ja, also man sieht, ich habe hier noch ein bisschen Arbeit vor mir. Und ja, jetzt fange ich erstmal mit dem Protokoll an und hoffe, dass ich einigermaßen was geschafft bekomme. So, es ist unglaublich. Es ist jetzt 6:20 und meine Tochter schläft. Die ist so kaputt gewesen, nachdem die heute schon um 5 Uhr wach war. Und nach dem Baden hat sie sich auch direkt ins Bett gelegt und nach 5 Minuten war sie eingepennt. Das heißt, ich habe jetzt noch genug Zeit, um meinen ganzen Kram fertig zu machen. Protokoll habe ich zu einem Drittel ungefähr schon fertig. Das mache ich jetzt gleich noch fertig. Und ja, wie war mein Tag heute? Fangen wir mal mit was Positivem an. Langsam, Jenny, ganz langsam. Die 5-5, unglaublich, wie die heute gearbeitet haben. Also die überraschen mich ja immer wieder bis aufs Neue und ganz ehrlich, das ist eine ganz, ganz tolle Klasse. Die brauchen nur einfach noch ein bisschen so, um sich einzugrooven und die brauchen halt ganz, ganz viel Struktur und mir ist aufgefallen, mit Belohnung kann man da ganz gut arbeiten. Also erstmal diese Aufteilung mit meiner Kollegin, das war eine super Idee. Die hat draußen mit den stärkeren Schülern, die sich bei der Grammatik schon sicher waren, die beaufsichtigt, während sie alleine gearbeitet haben und hat denen halt auch geholfen. Und ich hatte vorher abgefragt, wer fühlt sich noch sehr unsicher und das waren 10, 11 Kids. Und mit denen bin ich dann im Klassenraum geblieben, habe nochmal ganz kleinschrittig erklärt, wie das Present Progressive funktioniert. Und dann haben wir gemeinsam geübt und die haben super gearbeitet, die haben ganz toll sich beteiligt. Auch die Schüler, die sich sonst nicht so wirklich, weiß ich nicht, sich trauen, weil sie vielleicht unsicher sind oder was weiß ich. Auf jeden Fall, das war super. Und dann in der 6. Stunde war ich alleine, da war meine Kollegin raus und dann habe ich halt alle reingeholt und ich habe gesagt, so, wir machen jetzt noch ein paar Vokabelaufgaben, lese, verstehen und wenn wir es schaffen, jetzt eine halbe Stunde super zu arbeiten, dann ratzefatz hier die Klasse sauber machen, dann gehen wir noch ein bisschen raus. Und das hat echt gefruchtet. Also wir haben geschafft, eine Vokabelaufgabe zu machen und das Leseverstehen haben wir geschafft. Und ich war echt beeindruckt, als ich dann meinte, so, jetzt haben wir alles erledigt, jetzt macht ihr hier eure Jobs ohne Probleme. Die haben die Klasse tipptopp gefegt, der Schüler, der für einen Stundenplan zuständig ist, ist sofort los zur Tafel, hat es gemacht. Ich war echt beeindruckt und ja, dann haben sie sich noch eine Viertelstunde draußen auf dem Schulhof ein bisschen Entspannung verdient. Also da war ich wirklich begeistert. Was mich gar nicht begeistert hat, war die Arbeit bei den Achtern. Ich habe jetzt ungefähr 5 Arbeiten oder 6 Arbeiten in meiner Freistunde schon korrigiert und ich habe 2 Sechsen mit dabei. Und ich habe jetzt schon 3 Schüler, von denen ich weiß, dass sie dieses zum Ende des Schuljahres meinen E-Kurs verlassen, weil sie auf einer 5 stehen. Ich muss wirklich sagen, ich war echt entsetzt. Die Arbeit war jetzt nicht die einfachste, will ich auch gar nicht sagen. Aber wenn man das Buch vernünftig gelesen hat, diese Fragen, die ich denen dazu gegeben habe, abgearbeitet hat, dann war man über den Inhalt eigentlich so gut informiert, dass man die Inhaltsfragen problemlos beantworten konnte. Der Schreibtier war ein bisschen kniffliger, also einer war ein bisschen kniffliger, der andere war ein bisschen einfacher. Man hätte sich auch einfach den einfacheren aussuchen können. So. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe insgesamt knapp ein Drittel Schüler, die auf der Kippe stehen, die so momentan sich zwischen 4 und 5 bewegen. Und wenn das so weitergeht, dann werde ich zum nächsten Schuljahr wirklich ungefähr 10 Leute aus meinem E-Kurs entlassen. Was für die Grundkurse ein bisschen doof ist, weil die müssen ja alle irgendwie aufgeteilt werden. Und bei meiner Kollegin, die auch die Lektüre gemacht hat, glaube ich, in ihrem E-Kurs sieht das ähnlich aus. Ja, und was soll ich sagen? Also, ja, ich war nicht da. Ich war ja nach meiner OP 5 Wochen raus. Aber sie hatten jetzt insgesamt 7 Wochen
sechs oder sieben Wochen Zeit, dieses Buch zu lesen, was echt nicht dick ist, was vom Inhalt her echt nicht schwierig ist. Als ich wieder da war, habe ich gefragt, gibt es inhaltliche Schwierigkeiten? Müssen wir über irgendwas sprechen? Habt ihr irgendwas nicht verstanden? Kommt ihr irgendwo nicht weiter? Nein, alles easy, super, wunderbar. Ich weiß nicht, was die diese letzten 5, 6 Wochen gemacht haben, aber zumindest nicht das, was sie sollten. Denn hätten sie das gemacht, dann wäre das nicht so eine Katastrophe geworden. Und ja, wenn da in der Aufgabe steht, erkläre das Verhalten von irgendjemandem, dass mir da vielleicht ein Satz nicht ausreicht, könnte man sich vielleicht denken. Und wir halten mal fest, die sind nächstes Jahr in der 9, bis zur Abschlussprüfung ist es nicht mehr weit. Und ja, das ist halt die Aufgabenstellung, die in der Abschlussprüfung auch drankommt und die wir auch im Unterricht schon mehrfach hatten, dass sie irgendwas beschreiben, irgendwas erklären sollen. Und ja, die entweder machen sie es nicht, weil sie keine Lust haben, oder vielleicht können sie es auch nicht, sagen mir das aber nicht, oder es ist halt einfach dieses, die haben sich nicht vorbereitet. Also ich bin gespannt, ich werde ja jetzt am Wochenende sehen, was bei den Arbeiten rausgekommen ist, und dementsprechend wird das für den einen oder anderen Konsequenzen haben. Ich finde das schade. Also ja, der Kurs ist groß und es ist anstrengend, in einer so großen Gruppe zu unterrichten. Der Korrekturaufwand ist unheimlich groß, mein Kopieraufwand ist Wahnsinn. Und ja, ich kann natürlich bei so einer großen Gruppe nicht jedem Schüler gerecht werden. Wer dann Fragen hat, ja, oder ein bisschen mehr Betreuung bräuchte, der geht dann halt so ein bisschen unter manchmal. Vor allem Schüler, die halt ein bisschen ruhiger sind, die sich vielleicht nicht trauen, in so einer großen Gruppe dann auch einfach Fragen zu stellen, die gehen dann halt unter. Aber das ist halt einfach, ja, was soll ich machen? Das sind die Umstände, mit denen ich da irgendwie arbeiten muss. Und ich finde, in einer 8. Klasse muss ich mich auch ein bisschen drauf verlassen können, dass die halt auch einfach arbeiten, dass sie auch so ein bisschen den Ernst erkennen. Ja, in 2 Jahren ist Abschlussprüfung, streng genommen noch nicht mal mehr in 2 Jahren. Und ja, ich weiß, Pubertät und alle keinen Bock auf Schule und so, kann ich alles nachvollziehen. Aber dann haben sie halt im E-Kurs einfach nichts verloren, wenn das die Arbeitshaltung ist. Das tut mir dann halt leid, das kann ich nicht anders sagen. Also da war ich echt ein bisschen, ja, baff. Also mir war klar, dass die Arbeit nicht so gut ausfallen wird, aber dass ich jetzt auch schon 6 mit dabei habe, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen, naja, schwierig. Aber gut, es ist, wie es ist. Ich bin der Meinung, ich habe die Lektüre so vorbereitet, dass sie auch ohne mich zurechtkommen. Ich habe denen die Möglichkeit gegeben, dass wir nochmal über irgendwas sprechen, wenn das nicht genutzt wird, wenn in den Stunden, wo gelesen werden soll, nicht gelesen wird. Ja, was soll ich machen? Also irgendwo ist dann auch so der Punkt, wo ich mir denke, so, was soll ich als Lehrerin denn da noch machen? Mehr als die Hilfestellungen geben, kann ich ja irgendwo auch nicht. So, lange Rede. Ja, kurzer Sinn vielleicht nicht, aber auf jeden Fall habe ich jetzt, ja, 6,5 Minuten gequatscht. Und ich werde jetzt noch das Protokoll fertig schreiben. Mein Mann, der müsste jetzt auch so in einer halben, dreiviertel Stunde nach Hause kommen. Ich hoffe, bis dahin habe ich das alles fertig. Und dann genieße ich meinen wohlverdienten Feierabend. Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist der letzte Schultag für diese Woche. Morgen Feiertag, übermorgen Brückentag. Und ich habe heute streng genommen gar keinen richtigen Unterricht. Das Einzige, was ich habe, ist in der 5.4 die ersten beiden Stunden Englisch. Und da wollte ich das genauso machen wie gestern in der 5.5, weil ich da auch doppelt besetzt bin. Und ja, sprich die Klasse teilen, die Schwächeren oder die Unsicheren für die Grammatik behalte ich und meine Kollegin geht mit den anderen dann irgendwie raus oder in den Differenzierungsraum. Ja, mal gucken, ob das genauso gut läuft wie gestern in der 5.5. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil meine Tochter gerade wach wird. Und ja, muss ich meinen Mann nicht unbedingt wecken, denn ich bin soweit fertig für die Schule. Von daher könnte ich mich jetzt um sie kümmern. Und dann habe ich eine Stunde Vertretung in einer 9, ich meine für Musik. Bis jetzt habe ich noch keine Aufgaben, zumindest gestern nicht, als ich geguckt hatte. Und das ist halt eine Klasse, da sind schon so ein paar, ja, Knaller drin, würde ich mal sagen. Mal gucken, wie das läuft, was ich mit dem mache. Ich habe noch keine Ahnung. Meine Tochter hat die erzählt. Ja, und dann hätte ich eigentlich bei den 7 dann Englisch, aber wir gucken uns heute das Stück von unserer Theater-AG an. Und da spielen auch ein paar Mädels aus meiner 7 mit, da bin ich schon gespannt. Leider kann ich nicht das ganze Stück sehen. Es gab auch 2 Aufführungen. Ich meine, eine war irgendwie Sonntagabend und eine war gestern Abend, vorgestern Abend. Irgendwie so, aber das ist für mich halt immer eine blöde Zeit, weil ich dann halt hier zu Hause sein muss, weil meine Tochter ins Bett muss. Ja, und ich bin so ein bisschen verschnupft. Das ist jetzt diese Klimaanlage, Durchzug, Fenster auf. Ja, weiß ich nicht. Erkältung möchte ich fast schon sagen. Hoffentlich geht das übers Wochenende so ein bisschen weg. Halskratzen, Schnupfen und ja, mal gucken. Genau. Und ja, ich bin schon ganz gespannt. Kollegen, die das Stück gesehen haben, haben das gelobt. Soll wohl ganz, ganz toll sein. Ich bin gespannt, auch wenn ich nur die Hälfte davon sehen kann. Und ja, ansonsten
Das war mein Schultag. Also ich habe heute echt einen Luxustag. Während der Vertretungsstunde dachte ich mir, kann ich ein bisschen vielleicht in den Achterarbeiten noch korrigieren. In der Hoffnung, da eine Note zu finden, die besser als 4 ist. Naja, ich lasse mich überraschen. Ja, und ansonsten, so viel Spannendes habe ich jetzt gar nicht zu erzählen. Und wie gesagt, ich muss jetzt nach unten. Meine Tochter, könnte ich mir vorstellen, in den nächsten 10, 15 Minuten, dass sie aufsteht. Und ja, dann mache ich sie für die Kita fertig und dann fahre ich quasi auch schon zur Schule. Und ich hoffe, für euch ist heute auch der letzte Tag in dieser Woche. Kommt natürlich darauf an, welches Bundesland. Ich komme ja ursprünglich aus Niedersachsen, aber Fronleichnam halt kein Feiertag. Von daher bin ich ganz schlau umgezogen nach NRW, um ja einen Feiertag mehr mitzunehmen. Ja, ansonsten habt einen schönen Mittwoch und ich versuche mich später nochmal bei euch zu melden. Hallöchen! Ja, es ist jetzt schon Donnerstag. Ich bin gestern einfach nicht mehr zum Aufnehmen gekommen. Irgendwie war gestern alles ein bisschen spät und dann habe ich es irgendwie auch vergessen und verpeilt. Ja, deshalb verabschiede ich mich jetzt quasi heute erst von euch. Und ja, ich habe ein arbeitsintensives, naja, Wochenende vor mir. Also ich habe jetzt mir gedacht, ich nutze den Donnerstag und den Freitag, um alles an Schulkram zu erledigen. Und dann fahre ich Samstag, Sonntag mit meiner Tochter zu meinen Eltern. Denn, ja, wir machen das ja immer. Einmal im Monat fahre ich zu meinen Eltern, einmal im Monat mein Mann zu sein. Hat jeder von uns ein kinderfreies Wochenende und die Omas und Opas haben was von der Kleinen. Und da ich jetzt nächste Woche 2 Klassenarbeitssätze vor mir habe, übernächste Woche die 7er und 2 Klassensätze Mappen, ist quasi dieses Wochenende das letzte, ja, wo ich die Gelegenheit habe, zu meinen Eltern zu fahren vor den Sommerferien. Und dementsprechend habe ich jetzt meine Arbeit auf heute und morgen verteilt. Heute werde ich mich an die Arbeit von den 8ern machen. Ich habe schon ja fast die Hälfte fertig und ich werde dann auch gleich die Zeugnisnoten schon ausrechnen. Und bei dem einen oder anderen werde ich halt besonders intensiv nochmal auf die Writing-Workshops gucken müssen, die Vokabeltests und so. Und dann, ja, mache ich die Zeugnisnoten für die 8 auf jeden Fall schon mal fertig. Und ich muss Bewertungsbögen für die Geschichtsmappen für diese Wochenplanarbeit in der 8.4 und in der 7.2 fertig machen. Und ich hasse es, Bewertungsbögen für Mappen zu erstellen, weil man ja quasi dann den ganzen Unterrichtsverlauf nochmal durchgehen muss, um ja einfach vernünftig diese Bewertung hinterher machen zu können. Also ich muss quasi alle Aufgaben vom Wochenplan dann nochmal irgendwie zusammenfassen, bepunkten und ja, das hasse ich halt einfach wie die Pest. Und ja, habe ich hier halt zu Hause noch so ein paar Sachen, die ich erledigen muss. Aber ansonsten für die Schule nächste Woche habe ich gar nichts, glaube ich, an Unterrichtsvorbereitung. Was ich mir genau überlegt habe, das erzähle ich euch dann nächste Woche. Und ja, das wird jetzt so mein langes Wochenende sein, was ich vor mir habe. Ich hoffe, ihr habt auch ein langes Wochenende, hattet eine entspannte Woche. Und ja, wie gesagt, ich werde mich jetzt ans Arbeiten setzen und hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut!